richtigen Grippe, ausgelöst durch Influenzaviren, erkranken etwa 5 bis 20% jedes Jahr. Um vielleicht den Unterschied zu erklären, es gibt die klassische Influenza und es gibt andere respiratorische Viren, die machen ähnliche Symptome, sind aber weniger bedeutsam, weil sie weniger krank machen, weniger gefährlich sind. Hier sieht man eine typische Grippewelle, das ist letztes Jahr der Anstieg in der Woche 4 und dann langsam der Abfall und Ende der Epidemie hier etwa Woche 13. Eine Grippe ist eine Infektionskrankheit, ausgelöst durch Influenzaviren. Die klassischen Symptome sind ein plötzlicher Beginn, hohes Fieber, Husten, Halsschmerzen, manchmal auch Kopfschmerzen, Schnupfen. Die Grippe wird von Mensch zu Mensch übertragen durch eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, wenn jemand hustet oder niest, kann man sich anstecken. Andererseits geht es aber auch über Kontakte, Hände schütteln oder auch über Oberflächen, zum Beispiel Türklinken. Die Ansteckungsdauer bei der Grippe ist so, dass sie schon beginnt, bevor man Symptome zeigt, etwa einen Tag vorher. Im Durchschnitt ist man 5 bis 7 Tage ansteckend. Bei Kindern und älteren oder immungeschwächten Personen kann es deutlich länger gehen. Wenn man die ersten Symptome einer Grippe verspürt, ist es wichtig, dass man zu Hause bleibt, sich die nötige Ruhe gönnt, genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Gegen die einzelnen Symptome kann man Medikamente einnehmen. Man sollte sich beim Arzt melden, wenn man zu einer Risikogruppe gehört, das heißt, wenn man eine Vorerkrankung hat oder wenn der Verlauf der Grippe ungewöhnlich lange geht oder wenn man sich ungewöhnlich krank fühlt. Als Behandlungsmöglichkeiten existieren Medikamente, die direkt gegen das Virus gerichtet sind. Diese werden aber nur in Einzelfällen eingesetzt. Im Normalfall werden symptomatische Therapien angeboten, das heißt Schmerzmittel bei zum Beispiel Kopfschmerzen, Hustensirup bei Husten und in Einzelfällen, wenn es im Verlauf der Krankheit auch zu einer bakteriellen Superinfektion kommt, braucht es auch Antibiotika. Wenn man erkrankt ist, ist es wichtig, dass man sich größere Menschenansammlungen meidet, damit das Virus nicht weiter übertragen wird. Die Grippeimpfung ist indiziert bei allen Personen über 65 Jahren, bei Menschen, die an einer chronischen Krankheit leiden oder Medikamente einnehmen müssen, die das Immunsystem beeinflussen. Zudem alle Schwangeren ab dem 2. Trimenon sowie Frauen, die gerade kürzlich geboren haben, Frühgeborene, sowie als große Gruppe alle Menschen, die mit den vorher erwähnten Personen im engen Kontakt sind, sei es beruflich oder familiär. Wer sich nicht gegen die Grippe impfen lassen will, kann sich mit einfachen Hygienemaßnahmen schützen. Das heißt, regelmäßiges Händewaschen ist sehr effektiv. Zudem in der Grippezeit Abstand halten, zum Beispiel nicht die Hände schütteln oder Begrüßungsküsse vermeiden.